Jo, da wären wir wieder nach einem sehr erfolgreichen Stream. Also, falls sich irgendjemand wundert, warum die Sachen jetzt hier so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind, warum sich manche Sachen verändert haben, unbedingt den Stream nachgucken. Ich habe ihn in die Playlist mit eingewurschtelt, dass das auch einigermaßen passt, glaube ich zumindest. Und jetzt läuft hier alles wesentlich runder, denn es laufen nur noch zwei Hydroplans. Wir hatten den Übergang hier optimisiert. Wir haben ganz viele Pläne gemacht, was man jetzt so anfangen sollte. Auf meiner tollen Liste steht Boiler im K2 als erstes und danach Coke Processing, dass wir Coke Pellets herstellen können, weil die keine CO2 brauchen. Das wären so die Sachen. Das heißt, ich werde jetzt mich ranmachen, schön viele grüne Tränke zu produzieren. Achso, und auch rote wahrscheinlich. Und hier hat irgendjemand Coke eingesammelt. Lass mal alles da rein. Und Crushed Coal habe ich auch alles dabei. Ist auch viel zu viel. Hier, Crushed Coal direkt rein. Ja. Auch hier die Coke-Produktion ist auch umgestellt worden. Ist jetzt einfach nur ein stinknormaler Furnace. Sich selbst befüllende, stinkende Furnace. Und guckt euch das an. Guckt euch das mal an. Wie viel haben wir jetzt inzwischen drin? Muahahaha. Ja, geil. Okay, also Stromprobleme sollten wir erstmal nicht mehr haben. Das ist sehr schön. Wobei ich da nichts herauf prophezeien sollte. Einfach schön, schön so weiterarbeiten lassen und die Tränke herstellen, damit wir unseren Boiler im K2 haben, damit wir das andere haben und danach können wir weitersehen, wie wir dann expandieren wollen. So, ganz viele Solar Plates. Was fehlt? Achso, Rohrzinn und Bleiplatten. Nimm mal das fast alles raus. So. 10 Tränke. Also Fasern fehlen wird. Schön das alles weggreifen. Noch mehr. Ja, eigentlich wäre eine Kiste für Fasern ganz nice to have. Also ich könnte noch ein Liquefier dahin bauen, aber ich will momentan keine Energie verschwenden. Wir haben im Stream so schön zusammen daran gearbeitet, die Sachen zu optimieren. Also wo, wie viele Ärmchen rein und raus und alles hinkommen. Da will ich jetzt nicht extra noch ein Gebäude hinbauen, nur weil ich keinen Bock habe, hier das Zeug rauszufischen. Achso, das geht auch mit Schiff. Nee, ich habe es nur gerade alles kaputt gemacht. Okay. Ich dachte schon, oh schön, dass ich die Sachen rausbekomme. Ja, bekomme ich auch, aber nur weil ich da die Sachen kaputt gemacht habe. Und dann alle Sachen, die drin sind, rausgelegt werden automatisch. Das wäre aber doch ein wenig zu aufwendig. Oh, da schaut aber gut aus mit den Tränken, ne? Ja, kommt gut was zusammen. Rote Tränke bräuchte ich allerdings auch noch. Das heißt, das Spielinventar ist jetzt sehr lange am Craften. Was könnte ich also in der Zeit machen? Ich könnte Schlacke hin und her transportieren. Da haben wir auch noch was über. Denke ich mal. Ich könnte die Metallproduktion wieder umstellen, weil ich denke, wir haben inzwischen. Nö, haben wir nicht. Genug Blei, wollte ich sagen. Oder kommt irgendwie gerade gar nichts? Weil das Ärmchen da ein bisschen lahm ist. Und es kommt Crushed Bobmium. Ah ne, es kommt Tin raus und die Dinger sind noch auf Blei gestellt. Das ist nicht so schön. So. Ja, hat sich ein bisschen was angesammelt. Das heißt, wir können euch wieder umstellen auf den. Dich auch und dich auch. Und dann sammeln wir unser Zeug. Okay, das läuft. Dann sollte ich hier noch mehr Schlacke rein. Noch mehr Ramschmetall rein. Ja, alles Ramsch, 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 Ramsch. Zwei grüne Tränke bisher. Geil. Also, da wir jetzt so viel Carbon über haben, kann ich auch mal die ganzen Furnace ordentlich befüllen. Ja, geil. Ordentlich befüllen, dass ich nicht alle 5 Minuten hinlaufen muss. Das ist ja doch schon ganz schick. Was mit dir? Stehst ja aber nur so dumm rum. Das ist aber nicht so toll. Hier, 100 für dich.
100 für dich, das sollte eine Weile reichen. Kai, was warst du? Du warst, glaube ich, noch für irgendwelche Eigenbedarfskram. Wobei ich nicht mehr weiß, was für ein Eigenbedarf. Also kommst du auch erstmal weg, der Übersichtlichkeit wegen? Die können mit... Steine bräuchte ich theoretisch auch. Dann müsst ihr aber das hier mal ganz kurz kappen. Oh, das kann ich auch noch machen. Während das alles durchcraftet. Ich kann mal schauen, wie viele Steine sich jetzt hier unten gesammelt haben. Im Idealfall ja ein paar. Oh. Es gibt gar keine Kiste mehr. Das heißt, es kann sich gar keinen Stein hier unten für mich sammeln. Das ist schade. Ja, okay. Das heißt, der nächste Schritt... Ich würde ganz gerne die Landmasse jetzt wieder ein wenig erweitern. Das haben wir schon seit einer ganzen Weile gemacht. Aber wirklich viel Stein scheint ja nicht über zu sein. Außer ich model wieder irgendwas mit der Schlacke um. Also wie Zappel vorgeschlagen, noch mehr Electrolyzer bauen. Aber dafür bräuchte ich erstmal wieder mehr Land. Ich denke, ich baue dann jetzt, wo es mit dem Strom doch wieder besser aussieht, die Anlage hier oben wieder auf. Den Washing Plants. Das war ja so, ne? Nee, so. Damit wir wenigstens ein bisschen was an Matt bekommen. So, das war alles nur für Eigenbedarf. Das kann ich mal raus. Das kannst du einfach alles in eine Kiste tun, weil ich will momentan ja nur Steine herstellen. Also die Steine herstellen. Dann brauchen wir noch Ärmchen. Mehr Fließbänder ist ein Problem. Ja, okay, dann brech den ganzen Hightech-Schnickschnack hier mal ab. Weg, 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 weg und gib mir einfach nur Fließbänder. So zur Abwechslung. Dankeschön. Kriegt ihr auch jeweils eine Rauslegärmchen? Da kam keine Flüssigkeit unten raus, ne? Sieht nur so aus. Ja, okay. Okay, wir fangen an mit Heavy, Concentrated, von links nach rechts durch. Hat er jetzt einen übersprungen? Nee, alles gut. Und hier... Saline Water? Wofür brauchte ich nochmal Saline Water? Einer von euch hat das gemacht, oder? Purified Water? Purified Water? Mineralized Water? Ich glaube, das hier wurde gleich weggekippt. Ja. Ja, also kann ich oben auch gleich eine Abflussanlage für hinbauen. Oh, und unbedingt ein schnelles Ärmchen hier mit einer Kiste für das. Wobei, nee. Gleich Fabrik und gleich das Umbauen, damit ich das nicht alles von Hand machen muss. Kann auch ruhig eine schnelle sein. Strom haben wir hoffentlich über. Nicht Landfill, sondern das zweite von links, damit alles einheitlich aussieht. Gucken, ob das langsame Ärmchen dafür reicht, aber ich denke schon, weil es muss ja wesentlich mehr Schlamm reingelegt werden, als Landfill am Ende rauskommt. Wurde nur einer hergestellt, richtig? Ja, 25 Lehm ist ein Landfill, verdammt nochmal. Das ist wenig. Und hier mehr zu machen bringt auch nichts. So, Saline Water. Dum, 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 dum. Ruhig noch ein mehr auflösen. So. Jetzt sollten die auch alle einigermaßen arbeiten. Okay. Starke Stromverschwendung. Ist gleich auf Platz Nummer 4 hoch und Platz Nummer 3 hochgeschossen. Aber ich denke, unsere Carbon-Geschichte kann das vertragen. Behalten wir im Auge. Ja, da, achso, unbedingt bei der Craften fällt mir gerade ein. Da. So. Da wir jetzt mehr Carbon herstellen, wird ja auch mehr CO2 verbraucht. Das heißt, es wird mehr Kohle hier abgegriffen dafür.
Aber das ist alles auch noch eine Frage der Zeit. Wir müssen jetzt so, ich denke mal, 3, 4 Folgen durchhalten, bis diese zwei großen Forschungen fertig sind. Also gerade das mit den Coke Pellets. Es wird einen riesen Unterschied machen, weil wir dann kein CO2 mehr verbrauchen. Das heißt, es kommt wesentlich mehr Kohle durch. Also es funktioniert, aber es ist halt mau irgendwie. Da baue ich doch einfach lieber nochmal eine Handvoll Electrolyzer, schmeiße einfach alles weg, was sie produzieren und sammle einfach die Schlacke ein. Wenn ich schon Strom über habe. Wo sind die Electrolyzer? Da brauchen Eisenplatten. Ja, Eisenplatten kommt gleich. Du kriegst hier erstmal ein bisschen mehr Brennstoff. Da drüben auch. Also euch jetzt wieder umstellen. Also einen zumindest auf Blei. Und das hier unten alles wieder auf Standardzeug. Also Kupfermetall. Kupfer und Eisen. So. Ärmchen leg mal weg. Gut. Das läuft. Also sollte jetzt auch genug grüne Träger herstellen können. Okay, Forschung kann ich ja schon mal anschmeißen, auch wenn es noch nicht wirklich weit kommt. Das war Boiler MK2. Brauchen wir vorher noch irgendwas anderes? Nicht B. Boy. Boilers. Erlaubt. Boiler MK2. Und es sind nur 100 Tränke. Ernsthaft? Oh. Ja, natürlich. Aber wir brauchen vorher das hier. Deswegen waren es insgesamt 250. Okay, also Advanced. Material Processing, was auch einen größeren Furnace bringt. Könnten wir den hier vielleicht einsetzen, wenn das platztechnisch einigermaßen hinhaut. Das Fließband hier brauchen wir gar nicht mehr, oder? Nö. Weg, 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 weg. So, da ist auch genug. Aber mein Inventar ist total zugemüllt. Und das wird nicht besser werden mit der Zeit. Ja, ein Zentrallager wäre echt nochmal eine Sache. Und dann habe ich nur die eine Kiste ganz da hinten, wo ich immer Ramsch entlade. Und es sind fast nur Braunalgen, richtig. Bekommst mal Steinrohr. Genau, alle Rohre, die nicht aus Kupfer sind, können wir weg. Ein Iron Stick. Den Rest brauchen wir die ganzen Zwischendinger. Die. Kann man größeres Inventar erforschen? Ja, Character Inventory Slots. 10 extra Slots. Kostet aber viel zu viel. Aber später, das ist sehr schön. Es gibt ja ein paar Modpacks, da wird einfach von vornherein das Inventar tierisch aufgeplustert. Was denn schon ganz schön überpowered wirkt. Und andere, wo man halt bis ans High-End. Dingens mit ganz wenig rumläuft. So finde ich das ganz gut gelöst. Wenn man die Ressourcen über hat und den Luxus gerne haben möchte, kann man das halt sich so holen. Oh, echt praktisch. So, das da. Ich brauche kein. Oh, genau. Sand und Lehm kann ich noch aussortieren. Lehm kann dahin. Und Sand kann hier mit in die Kiste. Da. Sand sieht übrigens echt komisch aus in diesem kleinen Becher. Da sieht aus wie so Reisknödel oder sowas in der Richtung. Weiß auch nicht. Guck mal, ob es irgendwo staut. Also ob vielleicht die Zehrenflüssigkeiten langsam in der Herstellung. Das scheint alles durchgehend zu arbeiten. Ja, kann ich komplett ignorieren. Gut, ignoriere ich das. Ich denke, nach dieser Folge werde ich dann, jetzt wo alles dank dem Stream und dank der ganzen Helferlein einigermaßen gut läuft, werde ich das Spiel erstmal einfach eine Weile laufen lassen und nur so ein bisschen ja, Überwachung betreiben. Das heißt, ich werde sicherstellen, dass genug Carbon da ist. Und dass hier alles glatt läuft, wobei es hier schon ein wenig hakt beim Mineralwasser. Ja, genau. Also auch immer schön Slag von hier nach oben transportieren. Das Zeug da.
Und dann melde ich mich dann erst wieder, wenn wir genug Matt hergestellt haben für genug Landfill, um das Ding auch hier ordentlich zu erweitern. Also ich hätte gern wieder ein ordentliches Viereck und nicht so eine komische Steier. Das sieht einfach doof aus. Und ja, es ist absolut unnötig, aber es tut mir gut. Und wir haben dann Platz für neue Umbauten und dergleichen. Denn was ist Factorio nicht ohne Basis aufreißen und wieder neu aufbauen? Hm? Wobei so viel da gerade gar nicht gemacht werden müsste. Also ich hätte gerne noch ein Vierer-Set Electrolyzer. Für wesentlich mehr Slack. Und ich hätte es ganz gerne so, wie es auch von Blorius war es, glaube ich, im Stream vorgeschlagen wurde, dass der Slack zuerst zu Stein verarbeitet wird und alles, was quasi über ist, erst das kommt dann in die Metallproduktion. Dazu müssten wir aber hier ein wenig umbauen. Das heißt, wir müssten Slag auf Untergrundbells und Bells dann hier lang laufen lassen, da hochlaufen lassen, da rum, da dann rein und danach erst hier rum dahin. Oder wir setzen das Ding vielleicht da oben hin. Muss ich mal schauen, wie das vom Platz hier hinhaut. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Weil so ist halt wirklich sichergestellt, dass der Kreislauf mit den Grünalgen und dem Mineralwasser und allem bevorzugt wird. Damit es keinen Stau gibt. Und das klingt auch echt gut. Und das können wir hier auch schön spiegeln. Das heißt, alles an Landfill kommt erstmal hier unten hin. Und der Überschuss, der dann hoffentlich noch entsteht, ist dafür da, für diese kleinen optischen Fehler hier auszugleichen, damit es alles schön gerade ist. So, das war's auch schon mit dem Landfill. Ich denke, während der Off-Camera-Phase mache ich dann allerdings die Metallherstellung mal aus. Eisenplatten, ja. Ich mache die Metallherstellung aus, damit genug Schlacke produziert wird für mehr Stein. Ja, Blei kommt mit. Und die 100 roten Tränke. Ja, noch ein Argument mehr dafür, off-camera kurz was zu machen. Also ein Stündchen oder so, Ressourcen einfach nur sammeln, damit auch die ganzen Sachen hergestellt werden können. Dies ist das doch sonst ziemlich fad, hier so zu gucken, wie ich im Kreis laufe und nur Schlacke nachfülle. Das heißt, wir sehen uns demnächst wieder mit hoffentlich mehr Ressourcen, mehr Landfill und kein Stromproblem. Toi, toi, toi. Bis gleich.